Aber es hat wohl anscheinend schief gelaufen. Hier rum ist ja eh nix. Winter, freeze your heart. Hallo, Libby. Komm mal her, Schütze. Die Tür wird ja wohl runterbrennen. Nö, natürlich nicht. Dann schlag du die Tür ein. Geht doch. Mandoline, um Leute zu verprügeln. Hat das überhaupt einen Wert? Geht so. Ach, die Truhe ist zu massiv. Können wir nicht einschlagen. Aber ich habe auch kein Kit mehr, ey. Irgendwie sind Dietrich-Sets selten zu finden. Vielleicht auch nur, weil ich ja die erste Händlerin von Dietrich-Sets getötet habe. Aber irgendwo muss es ja noch eine geben. Was seid ihr? Eine Art wandernder Kammerdiener? Dann sagt eurem Boss, dass ich... mit einem Mittelsmann kein Handel schließe. Ach guck mal, da sind doch 10. Feinen Schärferkits müsste ich einen Haufen haben. Disturb my rumination. It must be that you can hardly wait to purchase an ingredient or two for a very urgent recipe. I'll forgive this if... Oh, dear, dear, dear. You'll hardly impress the conduit with such a clouded look about your eyes. But not to fear, not to fear. I've just... Tränkehändler. Magische Reliquien. Well, never mind for now. What sort of magical relics can I offer you? Blessed by the goddess they are, each and all. Immunität gegenüber Brennen. Das könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. Over here, sweetie. Oh, amazing.
Oh mein Gott, hier hat jemand die Tür eingetreten. Hat sich gelohnt. Watch where you're going. These beauties will pierce you to the bone. So, do you fancy a trade then? Okay, du hast einen Haufen Pfeilspitzen. Ever shot a bullseye in your sleep? Well, no wonder with your skill book as empty as all that. Der hat sogar schon Meisterfähigkeiten. Sprengt euer Ziel in die Luft. Elementarabsorption hervorzurufen. Rüstungswert reduzieren, aber dafür werden die Elemente, also stärker gegen, gegen den Schutz vor elementisch. Elementeinwirkungen, mein Gott. Das haben wir ja schon. Mehrere Feinde in gerader, Pfeile in gerader Linie, von denen jeder 62 bis 110 Stichschaden macht. Feuert 16 Pfeile in einem Winkel von 45 Grad ab, wobei jeder Pfeil 61 bis 68 Stichschaden verursacht. So, für Novize haben wir keine Plätze mehr. Und Meisterfähigkeit wird erst mit dem nächsten Rang freigeschaltet. Wo ist die Tuse, die wir gerettet haben? So, Madora haben wir auch auf Stufe 3 gezogen. Ihr wählt mit eurer Waffe um euch herum und verursacht mit jedem Treffer 75 bis 97 Schnittschaden. Fähigkeit der Wundheilung. Rasend vor Wut. Kritische Treffer plus 50% Schaden. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit erhöht, Trefferwahrscheinlichkeit reduziert und Rüstung reduziert. Verleiht dir einen Bonus von plus 1 auf die Stärke, Gewandtheit, Intelligenz und Konstitution. Fähigkeitsbuch des Reizend. Des Reizen. Reizt alle Feinde innerhalb von 8 Metern um euch herum, provoziert und hänselt sie, damit sie euch angreifen. Naja. Ich glaube, du kannst sogar noch. Von Kämpfer Stufe 3. Vergess immer, wie viel geht. 6 Novize, 3 Adept. Also kann der noch einen Adepte und eine Novizenfähigkeit lernen.
These goblins are worse than the trolls. Half as dumb and twice as mean. At least they don't have that distinct underside of a bridge aroma. Better that than reeking of fresh blood. Dann lernen die Selbstheilung. Raserei wirklich das Beste, was ich im Moment hier finde. Das können wir ja schon. Dafür brauchen wir ein Schild. Da ist sowas eine Art wie ein Wechsel der Kampfhaltung. Das haben wir auch schon. Die Meisterfähigkeit müssen wir eh noch freischalten. Ja, und da ist auch Latten. Na gut. Da ist Bonnie. Oh, my hero! My heart is still racing. That little monster's face haunts me every time I so much as blink. Sprechen wir über diesen Burschen, Frederick. Yes? Warum sollt ihr euch mit einer Bombe in einen Raum einsperren? Search me. He's a regular of mine. With rather eccentric tastes, I might add. He always wants me to wear a grey wig, for example, and walk with a cane. But I digress. Anyway, he recently spent the night again and I couldn't sleep because of his muttering. He talked something awful all through the night. In the morning, I told him he had gone on and on about some Maradino character and a supposedly secret treasure lair somewhere in the woods. Next thing I knew, he flew into a rage, said the treasure was his and his alone, and that I was nothing but a meddling care. I was just about to let him know I won't stand for such language when he pulled that monster of a Bicky out of his satchel and told the little gnome to guard the princess and to go boom if I tried to escape. I spent hours of horrid fear up in that room until you saved me. Okay. Bonnie's my name and I am, or rather I was, a lover for hire. Folks would come to me when they were in need of some company, conversation and more intimate desires. But this fiasco has put an end to it. I'll never set another foot into a client's room. Das bedeutet, ihr seid jetzt arbeitslos. Bonnie. What's business for you anyway? I just know I could take you on a wild ride if you let me. Ach, da unten. Das müsste die Kirche sein. Das Stück hier. Hier sind auch die Gläubigen drin von nicht der Mittleren, aber anscheinend arbeiten die für die. Und da ist auch Leuk. Welcome be, O seeking souls, to this holy house of immaculates. Wer seid ihr? I am Leuk, enlightened one among immaculates. Spokesman for the holy conduit, as she is spokesman for the goddess herself. Hers is the blood. Ich möchte euch einige Fragen zu den Makellosen stellen. Then it shall be my pleasure to answer them. Deine Stimme ist eklig. Wer sind die Makellosen? We are the chosen ones of the goddess. The benedictions of the blood render our bodies and spirits unblemished, for such is her mercy, that we may all become part of the sacred soul. And you too, Seeker, could become one such part. Erzählt mir doch mehr über die Göttin. The goddess is the light and life of all. Corrupt is the world that generations of men and beasts have left behind. But immaculate it may be once more, cleansed in the blood of the unworthy. Total friedliche Religion. The few, the proud, the enlightened, theirs will be her kingdom. When red has run until no red is left, a paradise we will have shapen, and the goddess will dwell among us. Könnt ihr mir mehr über die Mittlerin erzählen? The conduit, yes.
She, the most exalted of all, second only to the goddess. It was she who brought us first her divine words, then her divine will, a will made real in blood. Truly, though, she is quite beyond your concern, O wandering soul. She stands so very high above your humble station. Blessed be the goddess. You find yourself in the goddess's temple. Therefore, it follows she wants you to take the true path. So here, have this hallowed tome. Read it. Absorb the wisdom within. Then find the second part and do with it the same. If an immaculate you want to be, a test of knowledge shall be your first step towards enlightenment. Diligently will I read the word. Do you hold it to be true, O seeker, that your unpreparedness disappoints me? But an immaculate is not born. Diligently will I read the words of the goddess. Das erste Buch der Makellosen. Das Tenebrium hat die Minenarbeiter zwar krank gemacht und die Fäulnis hat sie geplagt, doch sie wurden gerettet. Die Mittlerin kam mit einem Bruchstück eines Sternensteins und verwandelte es in einen Blutstein, indem sie ein niederes Wesen opferte, ein Entenküken. Der Blutstein konnte jedes Leiden heilen. Auch die schreckliche Fäulnis. Zwar glauben einige nicht so recht, dass Opfermagie zu guten Zwecken eingesetzt werden könne, doch die Mittlerin erklärte, dass durch die Übertragung von Energie von einem niederen auf ein höheres Wesen das Gleichgewicht des Universums wiederhergestellt werde und dass dieses Gleichgewicht das Endziel der Göttin sei. Anschließend bat die Mittlerin die geheilten Minenarbeiter, ihr gutes Wort zu verbreiten und weiterhin Blutsteine herzustellen. Ruhe im Hintergrund, um das Wohlbefinden der höheren Lebewesen zu fördern. Heute unterstützen wir Makellosen, das universelle Gleichgewicht und die Opferung niederer Kreaturen zum Vorteil aller. Hört sich nicht so doll an, oder? The goddess is the word. Then it shall be my pleasure to answer them. Do you hold it to be true, O seeker, that you are ready to be tested? A most sacred trio of queries shall I put before thee. Ich bin natürlich bereit für die Prüfungen. Even if thou falterest but a single time, guten Abend, Tucker. Unworthy will thou be deemed of the goddess's love. Blessed be your willing spirit. We commence. Premise the first. In honor of the goddess, that which was stellar must become sanguine. Correct? Richtig. Correct. Agreed. That is correct. Premise the second. The blood of the greater should be used in service of the lesser, so that balance... Das ist falsch. Incorrect. Yes, that is incorrect. Premise the third. Only those who have partaken in the spilling of blood and thereby created the stone that lives... The stone soaked with blood may be called Boah, an das steht überhaupt nicht in dem Buch drin. Correct? Und danke fürs Folgen, Solid Fail. Correct. Agreed. Most gratifying. Oh yes, most exemplary indeed. You have understood the words of the goddess, and I deem you worthy of her true test, of the true trial that shall make you an immaculate. Give me the strength, O goddess, to become... Was ist diese wahre Prüfung, von der ihr gesprochen habt? To become an immaculate, you must experience both the goddess's bane and her boon. Leave Silver Glen and take the western path. Follow it to where the winds howl and a great skull looms within the rocks. There you will find it, the hollow and the true trial within. Immaculate guards bar the way, but tell them you have my blessing and they shall let you pass. But take utmost care. The road is beset with horrors, and your mettle will be truly tested before you've even set foot within the goddess's trial. Komm, total geil. It would behoove you to train in advance of setting upon that treacherous path.
Luke hat gesagt, wir dürfen hier lang. Ah ja, euch vertraue ich. Ich glaube euch. Und ab geht's. Hä? Gottesdienst ist vorbei? Darum ist das Verlies. Jetzt gehen wir aber wirklich erstmal zur Hexenhütte. Wir haben genug mit den Leuten hier palabert im Dorf. Nein, ich wollte dich nicht bewegen. So. Ja, ja, dich auch. Möge die Göttin deinen Schuh auch schützen. So hebt eure Sandalen, um dem Makellosen eure Zuneigung zu zeigen. Und wenn ich es vergessen habe, guten Abend, Sir Tucker. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Ich glaube, die Hexe ist nicht mehr an der Hütte. Mir fällt ein, ich habe doch noch ein Stück hier dran vorbeigespielt. Aber nicht viel. Did you see that? The shadow just sprang to life. Strange magic indeed. Perhaps we're nearing the White Witch's lair. Hat das alles auch gar nichts mit der Hexe zu tun. Wächter der Leere. Makelloser Beschwörer. Ah, the Source Hunter. It is my greatest pleasure to announce to you that we Immaculates have captured the feared White Witch and quarantined her House of Horrors. Yes, the greatest known threat to Rivellon has been neutralized, thanks in no small part to you, Source Hunter. Your activities in Cyseal drove the snake to her den, and that's where we Immaculates sprang our trap. Ich muss die Weiße Hexe über ihre Verwicklung in den Mord an Ratsmitglied Jake befragen. Ah, the High Counselor of Cyseal. We mourned his tragic death. Yes, every Immaculate honors the memory of that noble man. Still, Source Hunter, I am sworn on my life to guard this quarantine. I serve a higher authority than yours and will not waver in my duty. Es gibt keine höhere Autorität als die meiner Stiefelsohle. Habe ich nur genommen, weil der Spruch gut ist. Erstmal schön in Fresse. Aber wenn der mich jetzt abzieht mit seinen... Geht doch. I've heard your kind could be particularly persuasive. Go on then, Source Hunter. But please tell no Immaculate I let you pass, or it will be my life. Ob die Hexe überhaupt noch da ist. Weiß ich mich gar nicht mehr.
Wie soll ich mit der Hexe reden, wenn die hinter dem riesigen Schild ist? Na, lass mich raten, der Typ ist weg. Wir müssen einen Weg finden, diese Barriere unwirksam zu machen. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter, okay. Are you so desperate for company that you've taken to befriending fungi? Well, we're glad to hear it. Ein sprechender Pilz. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Oh, somehow we doubt that very much. Have you ever seen the Moth King's silver spoon? Nearly microscopic. No, no, Source Hunter. We do believe this life hasn't finished surprising you. Not in the least. It's quite a lovely sort of barrier, isn't it? Who doesn't enjoy a gentle, breezy motion against one's backside, after all? Then again, we suspect it's been hoisted up by some not-so-savory characters. And we happen to know just how to remove it. The only trouble is finding the right sort of clever, sort of intrepid sort of person to entrust such a secret to. Here's what we propose. We've a fresh batch of 3 brain teasers hot off our thinking caps. Perhaps if you can answer them correctly, we might find you spirited enough to entrust with the barrier's deepest, darkest secrets. But it isn't all fun and games. We hardly offer second chances to the beriddled. If you give us a single false answer, we'll clam up like morning glories at midnight. Keine Sorge, ich speichere ab. Ich stelle mich der Herausforderung. This is better news than the Orc Queen misplacing her thumbscrew. But enough delays. Let us begin. Your first riddle begins thus. The ravenous brute tore down my chartreuse gown, ripped out my silken hair by its roots, wrenched my children from me and fed me to the hogs. Who am I? Mein hellgrünes Gewand riss mir mein schneidendes Haar mitsamt den Wurzeln heraus, raubte mir meine Kinder und verfütterte mich an die Schweine. Wer bin ich? Ein Kürbis. Oder eine Kornähre. Ein Schaf jedenfalls nicht. An ear of corn. That's right. An ear. Bravo, bravo, bravissimo. An ear of corn indeed. Ja, stimmt ja. Can you imagine a sheep? In a chartreuse gown, a pumpkin with silken hair, the fantasies of a fool. Now, on to our second riddle. And this one's sure to stump you. Gut, dass Pilze anscheinend nicht so schlau sind. I cannot lie. I cannot lay. But only lie. Who am I? Ich kann nicht lügen, ich kann mich nicht hinlegen, sondern nur liegen. Wer bin ich? Ein Stein. A stone. That's right. A stone fits perfectly. You've done it again. I'm thrilled. I'm amazed. I'm liable to present the very last riddle. This one will blow you out of your stockings, so hold on tight. I've a neck as long as twice the width of a toad's tail. As many eyes as half the number of seasons per annum, I'm known to cause hurricanes in the Far East merely by taking off 2 minutes too late. Who am I? Schmetterling. Eine Wetterfahne. Das ist richtig, ein Schmetterling passt perfekt. Ooh, very good, very good. The last person who tried to solve that riddle puffed
tossed away in a small impish huff, mumbling about space-time. But not you. You stuck it out until the very end. You crafty little so-and-so. Ich hatte wirklich Sorge, ich würde verkacken, aber es ist zum Glück kein schwieriges Rätsel gewesen von Pilzen. So, what would you like to know? Was wisst ihr über diese Barriere? One thing we know for certain. This barrier doesn't belong here. The wizard Maradino knew as much when he started poking around here. He developed a spell to remove it. But his fancy was caught elsewhere before he bothered to implement it. Down the spell dropped, and up we scooped it. Unfortunately, we aren't quite human enough to get it to work. But you've proven yourself just the right sort of clever sort of intrepid sort of person. We'd love to entrust such a secret to. Okay, was wisst ihr über die weiße Hexe? We thought you'd never ask. What would you like to know? Wer ist sie genau? Some call her the Guardian of Lucula. And by our estimations, she's more than earned the title. She's a healing witch, concerned mostly with the safety of the living souls, animals and plants alike, of this forest. And she's been here since even before our great-great-great-great-grandmother, Francisca Toadstool the 44th, can recall. We've long lodged adjacent to her little cabin, and she used to greet us with a how do you do every morning. We do hope she's not entangled in anything unsavory. What a shame it'd be if someone with a penchant for heavy-handed hoe-wielding moved in. Wisst ihr etwas darüber, ob die weiße Hexe etwas mit dem Mord am Ratsmitglied Jake zu tun hat? Murder? That doesn't sound like her at all, no. Much more interested in patching things up than tearing them down, that one. Vor allem wissen wir schon, dass die ja generell gegen ihre Schwester arbeitet. Also warum sollte sie Jake getötet haben? Then again, it's hard to tell on what stalk a person truly stands until you've seen them at the end of their rope. Isn't that so? We suppose if someone held a sword to our caps, we'd fight them with every last spore we had. Wo hält sich die weiße Hexe auf? Somewhere in her cabin, as far as we know. The last we saw her, she and her apprentice, Almina, were rushing inside, whispering to one another. They seemed rather anxious. Perhaps they knew that those Immaculates were on their trail. A group of them followed some time after and erected the barrier around the cabin. We haven't seen the White Witch or Almina since. Da müssen sie ja immer noch drin sein. Und? Das ist der Zauberspruch zum Aufheben der Barriere.